Hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Er ist der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach geworden. Am Sonntag hat der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka seinen Vertrag bei den Niederrheinern unterschrieben und wird bis 2017 für die Schwarz-Weiß-Grünen spielen. Mit der geschätzt 8,5 Millionen Euro hohen Ablösesumme übertrifft der Mittelfeldneuzugang sogar die Transfers von Federico Insua, Raul Bobadilla und Igor De Camargo, die es jeweils nur auf 4 Millionen Euro schafften. Über weitere Einkäufe, vor allem mit Blick auf die Champions und Europa League, schweigt sich die Vereinsspitze noch aus. Also ich persönlich habe mich eigentlich sehr früh entschieden für Borussia Mönchengladbach. Ich hatte am Anfang eigentlich nie gezweifelt. Aber dann, wo ich ein paar Gerüchte gehört habe in den Zeitungen, dass FC Basel eigentlich so viel Geld will, daran dachte ich, ja, der Transfer klappt doch nicht. Aber ich war eigentlich immer überzeugt, dass ich bei Borussia spielen werde und dass ich eigentlich den Transfer machen kann. Und zum Glück ist das für mich jetzt auch gelungen und ich freue mich auch. Der eine kommt, der andere ist gegangen. Ex-Fohle Dante dürfte mittlerweile gut in München angekommen sein. Seine Fans hat er aber nicht vergessen. Diese können nun nämlich auf eBay unter Dantes Heimspiel die Innenausstattung seines Gladbacher Domizils ersteigern. Vom Esstisch über Sofa zum Ehebett. Der Brasilianer schmeißt alles raus. Und der Erlös soll an gemeinnützige Organisationen gehen. Müssen wir uns jetzt ernsthaft Sorgen über knauserige Münchner machen, die unseren Dante nicht angemessen genug bezahlen? Wir werden sehen. Kommen wir zum Hockey. Die Aufsteigerrakete GHTC ist nicht zu stoppen. Auch das große Gladbacher Derby gegen den Reiter SV hat die jüngste Mannschaft der Saison mit Bravour bestanden. Aufstiegs traf auf Abstiegskandidat. Am Ende des Tages hieß es dann 7:0 für den GHTC. Damit gesellte sich nun nach dem kürzlich erspielten Aufstieg in der Halle jetzt auch der Klassensprung ins Oberhaus auf dem Feld. Erstklassig war dann auch das Geschehen auf dem Feld. Straff zogen die GHTCler ihr Spiel durch, behielten stets die Oberhand. Dem RSV hingegen fehlte der Überblick und das nötige Durchsetzungsvermögen. Sportlich fair sind die Schützlinge des Trainerduos André Schiefer und Jan Klatt dennoch geblieben, die den abstiegsgefährdeten Reitern den Sieg nicht geschenkt haben. Ja, das, wie ich gesagt habe, sportlich, also das gehört sich einfach so. Also ich habe schon viel erlebt, auch selber auch teilweise Pech gehabt oder teilweise benachteiligt worden durch so Situationen, wo Spieler oder Mannschaften das nicht mehr ganz so ernst genommen haben. Und ich denke, das gehört dazu. Aber ich denke, dass das Glück, was Reit dann heute gehabt hat, haben sich erarbeitet. Und deswegen brauchten wir gar nichts mehr dazu zu tun oder zu helfen oder sowas. Das ging in Ordnung. Im Gegenteil, die haben uns ja geholfen. Natürlich nicht uneigensinnig, als sie gegen Flottbeck gewonnen haben und uns damit geholfen haben. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke, so ist alles in Ordnung. Wir können am letzten Spieltag zweimal feiern, die Reiter feiern, dass die nicht abgestiegen sind und dass wir in der ersten Liga spielen nächstes Jahr. Dennoch konnte der RSV die Saison glimpflich beenden und wird aufgrund einer positiven Tordifferenz in der zweiten Hockey-Bundesliga bleiben. Die Oberligaherren des ersten Judo-Clubs Mönchengladbach haben ihre Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Am Sonntag trafen sie in der Jahnhalle auf die Mannschaft des TSV Viktoria Mülheim und der JG Münster. Es sollte ein bewegter zweiter Kampftag für die Gladbacher werden. Trotz sportlicher Schwergewichte wie Marcel Bietzon hat das Aufgebot des ersten Judo-Clubs nach anfänglichen Erfolgen nicht Fuß fassen können. Während die Münsteraner einen guten Start mit 2 Siegen hinlegten, setzten die Gladbacher Judoka nach und konnten mit einem knappen 4:3 die Begegnung für sich entscheiden. Gegen Mülheim sah es anfangs nicht anders aus. Wieder gewannen die Gäste die ersten beiden Kämpfe klar mit einem Ippon. Wieder setzten die Gladbacher nach. Doch die Mülheimer Judoka behielten am Ende den kühleren Kopf und nahmen einen 5:2-Sieg mit nach Hause. Kommen wir zum American Football und damit zum Mönchengladbach Wolfpack. Die Senioren haben sich in der letzten Woche an die Spitze der Landesliga gesetzt. Diese Position galt es nun am Samstag zu verteidigen. Für die Mannschaft war dies gleichzeitig auch ein Abschiedsspiel. Der Hockeypark wird für den Rest der Saison voraussichtlich nicht mehr Austragungsort für die Footballspiele sein.
Statt für Sportveranstaltungen ist der Hockeypark in den nächsten Monaten mit mehreren Musikevents belegt. Am Samstag hieß der letzte Gegner in dieser Spielstätte die Heinsberg Bisons. Bei wunderschönem Wetter bekamen die Zuschauer ein gutes und schnelles Spiel zu sehen. Fast keine Strafen und keine Verletzten auf dem Platz sorgten dafür, dass die Partie beinahe ohne Unterbrechungen durchlief und ständig im Fluss blieb. Bis zur Halbzeit schienen sich beide Gegner noch etwas vorsichtig abzutasten. Das Wolfpack verschenkte unvorsichtigerweise 2 Punkte an den Gegner, holte aber selbst noch 8 Punkte dazu. Nach der Halbzeit aber erwartete die Football-Fans eine spielerische, rund erneuerte Mannschaft. Jetzt nutzte die Offense der Gladbacher jede Lücke, um zu punkten, und ließ in der Defense für die Gäste nichts zu. Ja, also zweite Halbzeit bin ich zufrieden. Super Leistung von den Jungs und da haben wir richtig Gas gegeben. Da haben wir gezeigt, was wir können, aber wir können noch mehr und das müssen wir zeigen. In Football gibt es eine feste Rotation von Starter und Backups. Und ich habe erst gesagt, dass die Backups auch gerne spielen möchten und dass es ein Gegner ist, wo die auch vielleicht aufs Feld kommen können. Und da habe ich einen Running Back, der gerade angefangen hat, rausgenommen, ganz lieber Junge. Da habe ich gesagt, die gucke ich mir euch an, der möchte gerne spielen. So, wenn er es nicht für euch selber macht oder nicht für mich macht, dann mache ich es für den Junge. Weil wenn ihr noch 3 Touchdowns reindrückt, darf er spielen. Und das habe ich gemacht und er hat gespielt. So, ich bin sehr erfreut. Ja, und für die Football-Freunde habe ich jetzt auch noch etwas ganz Besonderes aus dem Fanshop des Wolfpack. Ein XL-T-Shirt mit dem Vereinslogo. Das kann Ihnen gehören. Aber vorher müssen Sie mir noch eine kleine Frage beantworten. Und zwar, auf welchem Platz der Landesliga stehen zurzeit die Wolfpack Seniors? Antwort per E-Mail an quiz@city-vision.de und dann entscheidet das Los. Viel Erfolg! Das war der Sport am Montag. Bis zum nächsten Mal.